Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Gut, meine lieben Jewel-Junkies, ich bin's mal wieder, euer AK. Und heute mal wieder mit einem kleinen Zubehör-Video. Und zwar geht's heute um die Begadi Pro AR Midcap-Magazine mit 150 BBs Fassungsvermögen. Ich war lange auf der Suche nach einer passenden und, naja, sagen wir mal, günstigen Alternative, die auch in meinen Highcycle 05ern gut feeden, was mir bis jetzt noch nicht so gut gelungen ist. Und deswegen fand ich das mal interessant, diese Magazine mal zu testen. Die sind jetzt natürlich schon ein bisschen länger am Markt, aber ich will das Video euch natürlich nicht vorenthalten. So, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Nach dem Intro geht's los, Abfahrt. Bevor wir jetzt anfangen, muss ich jetzt sagen, die Magazine gibt es in drei verschiedenen Farben, beziehungsweise es gibt es in Schwarz, in Tan und dann habe ich mir hier noch eins aus eigener Tasche besorgt. Das hier ist das transparente oder translucent Magazin, wo man auch schöne Patronen Aufkleber mit dazu bekommt. Das gucken wir uns dann natürlich auch an. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei dem mehr oder weniger Standardmagazin. Paar technische Daten, wie gesagt, 150 BBs, ne? Könnt ihr ja hier sehen, ist ja alles schön eingelassen. Die Verarbeitungsqualität ist echt gut, das ist Polyamid mit Glasfaser, also glasfaserverstärktes Polyamid. Die können auch mal runterfallen, ohne dass irgendwas passiert. Wird in diesem schicken Karton geliefert. Und in diesem Karton ist natürlich einmal das Magazin, ein Innensechskantschlüssel und Abdeckplatten für die Seiten. Die könnt ihr dann noch austauschen, wenn ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch hier drin euer Namen unterbringen. Ja, hier drin ist eine Feder aus Federnstahl verbaut, was sehr gut ist. Die leiern nämlich nicht so aus und im Inneren wurde auch ein längerer Spring Guide für die Feder verwendet, damit die nicht zu stark komprimiert wird und nicht so schnell ausleiert. Und wir können hier schon sehen, hier oben ist ein roter Follower und hier so ein roter Schieber verbaut und innen drin ist der, Spring Guide natürlich auch rot, zeige ich euch, wenn wir das Teil auseinandernehmen. Aber ich würde sagen, ich befülle das Ding jetzt mal. Ich habe hier 25,25 Gramm BBs drin. Und dann gucken wir uns mal an, hier könnt ihr sehen. Könnt ihr auch natürlich partiell sehen, wie euer Munitionsstand oder der BB-Stand ist. Hier drin ist nämlich auch so ein längerer Follower verbaut. Der Speedloader, der war ein bisschen überfüllt. Das müssen so 120 BB sein. Ich würde die Magazine eh nicht ganz voll machen. So, dann haue ich gerade noch mal ein paar BBs nach. Ganz wichtig ist, bei vielen Herstellern ist es halt die maximale Angabe 150. Ich würde euch raten, macht die Dinger nie voll, eher einen ganzen kompletten Speedloader, der so ein normaler Speedloader, wie man halt meistens jetzt mittlerweile mit bei Waffen dabei kriegt. Einmal ganz voll knallen, Rand voll und dann habt ihr so circa 110, 120 Schuss. Eher ein bisschen unterladen, weil sonst könntet ihr da Probleme bekommen. Dass die Feder, hier kann man es schon schön sehen. Ich habe jetzt mal ein paar BBs reingedrückt und hier kann man sehen, die Feder ist schon maximal mehr oder weniger gespannt. Es geht auch jetzt sehr schwer. Passen keine BBs mehr rein. Und ich würde sagen, wir schauen das Wichtigste mal zuerst an. Und zwar, wie die BBs einfach hier raussprudeln oder spritzen.
Ich habe Spritzen gesagt. Okay, 3, 2. Ja, da hat man es schon gesehen. Vielleicht muss ich die Feder ein bisschen, erstmal ein bisschen einlaufen. Und dann schauen wir mal. Ja, das ging schon wesentlich besser. Also um hier das bestmögliche Feeding zu bekommen, am besten ein Speedloader. Ganz voll sind so 110, 120 BBs und dann sollte das keine Probleme bereiten. Das Feeding haben wir abgearbeitet. Dann gucken wir uns gerade noch mal das Innere von diesem Magazin an. Ist ja sicherlich auch sehr spannend. Wie gesagt, hier sind diese Abdeckplatten. Die werden dann innen drin einfach reingeklipst und dann habt ihr da unten halt kein freies Sichtfeld mehr. Kommt halt immer drauf an, was ihr haben wollt. Könnt ihr machen, könnt ihr auch nicht. Ich werde es euch jetzt mal zeigen. Also hier unten ist eine Schraube, die einfach komplett rausdrehen. Dann kann man hier den Magazinboden, muss man das, Moment. Dann muss man hier oben diesen Pin rausdrücken. Hier oben ist ein Pin drin, den muss man rausdrücken. Geht aber relativ einfach. Braucht da am besten Schraubenzieher dafür oder so. Dann kann man den mit der Hand rausziehen. Und dann drückt man hier unten auf diesen Blöppel drauf, der in der Mitte ist. Und dann kann man das Ganze schon mal rausnehmen. So, und dann fällt einem hier ja schon diese Vierkantmutter entgegen. Die kommt hier rein, wenn die euch rausfällt. Hier neben ist so ein Schlitz, da kommt die dann rein. Ich mache sie jetzt mal raus. Und das hier wäre quasi das ganze Innenleben. Und das war jetzt ein kompletter Speedloader. Und dann könnt ihr hier sehen, die Feder ist nicht ganz gespannt, aber das wird schon hier ein bisschen kritisch. Gut, dann zeige ich euch gerade nochmal, wie man hier die Feder und den Spring Guide entnimmt. Also ihr müsst einfach hier diese Schraube rausdrehen. Am besten Finger drauf halten, weil hier auf der Feder ist richtig viel Dampf drauf. Für eine Magazinfeder einfach mit dem Schraubenzieher ein bisschen raushebeln und das Ganze dann sachte nach hinten kommen lassen. Ja. Macht dann halt manchmal so komische Sachen. So, dann haben wir hier den Spring Guide. Ja, ist halt ein Spring Guide. Ne? Dann haben wir hier die Feder mit dem kleinen Follower. Und dann haben wir hier noch den verlängerten Follower, damit auch alle Magazine, alle BBs aus dem Magazin rausgedrückt werden. So, das Ganze dann wieder rückwärts zusammenbauen. Interessant ist, bei Begadi gibt es auch einen anderen Follower, den man in der Länge noch anpassen kann. Vielleicht auch durchaus interessant, wenn ihr da die Magazinkapazität ein bisschen begrenzen wollt. Vielleicht auch eine sinnvolle Sache. Alle Links unten in der Beschreibung, falls noch nicht erwähnt. So. Beim Zusammenbau, da die Feder wirklich sehr lang ist, bietet sich das an, vor dem kompletten Reinschieben die Feder hier hinten auf dem Spring Guide einfach ein bisschen vorzuspannen. Dann tut man sich nämlich einfacher. Einfach hier auffädeln. Und dann kann man das Ganze hier schön reinführen. So. Na. Wo klemmt's? Also. Ja, habe ich einen Fehler gemacht. So, die vordere Kante hier, die muss nämlich da rein. So, Finger drauf halten,
Ist mal ein Stück zu weit. So, dass das Schraubenloch übereinstimmt. Jawohl. So, dann kann man die Schraube da wieder reindrehen. Festdrehen, fertig. So. Und dann kann man das Ganze schon wieder zusammenbauen, von oben nach unten. Ne? Wieder einfach hier reinstecken. Ja, natürlich sollte man dann nicht diese Vierkantmutter vergessen. Wie gesagt, die kommt hier rein. So, und dann den Pin einfach, der geht ja recht einfach rein. Den kann man dann einfach hier wieder mit dem Fingernagel reindrücken, sodass das alles schön plan anliegt. Und dann hat man wieder ein fertiges Magazin. Noch die Schräubchen hier unten rein drin. Handwarm anziehen, langt. Gut, und dann schauen wir uns nochmal die Passgenauigkeit an, anhand von meiner E&C SMR 16 oder ja, 416. Und ja, hat zu den, aber das ist hier bei den SRC Modellen, das ist schon bekannt, das ist ein bekanntes Problem, dass die Magazine hier ziemlich viel Spiel haben. Aber nach oben und unten hat es wirklich kein Spiel, also die werden hier oder die feeden hier drin wirklich sehr gut, ohne dass man Probleme bekommt. Na, sind dementsprechend natürlich auch frei rausfallend und ja, funktioniert hier gut. Bei Begadi ist aber auch eine Liste mit den Modellen, die sehr gut funktionieren. Und dann habt ihr da auch ein bisschen Auswahl. Könnt ihr mal durchlesen. Und dann kommen wir noch zu meinem anderen Patienten. Und zwar zu der Speckner Arms HK416C. Hier ist halt dieses Standard-Magazin dabei. Und hier hat das Ganze... hallo Katze. Ja, miau. Die Stimme aus dem Hintergrund. So, hier hat das Ganze auch ein bisschen Spiel. Aber merklich mehr wie nach oben und nach unten, hat einfach den Grund, dass der, ja, der Mag Release hier, der ist einfach auch nicht gut gefertigt von Speckner Arms, wobei Speckner Arms eigentlich auch nur eine umgelabelte E&C ist. Ja, kann man hier sehen, das hat richtig viel Spiel und ich habe es hiermit auch leider nicht hinbekommen, weil es umgebaut wurde zu einer 05er. Dass ich hier, ja, mit einem randvollen Magazin habe ich echt Feeding-Probleme und es ist nicht schön. Ja, also die Magazine hier, da muss man jetzt sagen, kommen wir mal gerade zum Fazit. Die Magazine hier, die sind für High Cycle mehr oder weniger bedingt geeignet. Wenn ihr jetzt ein Modell habt, was einen schwachen Akku verwendet, oder sagen wir mal einen schwachen 11.1er Lipo oder einen guten 7.4er Lipo oder 7,4 Volt Lipo, dann solltet ihr hiermit keine Feeding-Probleme haben. Ich habe leider mit meinen High-Cycle-Modellen, da ich auch dicke Akkus verwende, habe ich damit Feeding-Probleme. Weil die BBs einfach nicht schnell genug nachkommen und ich habe zwischendurch einfach Leerschüsse drin. Ist halt so. Aber für den normalen, stinknormalen Semi-Betrieb funktionieren die Dinger einwandfrei. Für den Kostenpunkt von knapp 16 Euro, ich glaube 15,90 Euro kosten die in allen Varianten. Ja, da ist man dann aber doch schon, hat man ein sehr gutes, robustes Magazin. Bevor wir zum Schluss kommen, packen wir nochmal und gucken uns mal den Lieferumfang von dem transparenten Magazin an. Der ist nämlich ein bisschen spannender. Von der Passgenauigkeit her ist es das gleiche. Ihr könnt hier sehen, es ist halt ja, transparent und dann kann man hier halt die BBs sehen. Die Aufkleber habe ich noch nicht drauf gemacht, sind dann aber natürlich auch dabei, genauso wie diese rauchfarbenen Seitenplatten, die ihr dann natürlich auch austauschen könnt gegen hier diese komplett transparenten oder hier diese halbdurchsichtigen rauchfarbenen.
Bei beiden Versionen ist natürlich ein Innensechskantschlüssel dabei und ihr bekommt zwei Paar Sticker, wo ihr quasi auch hier diesen BB-Kanal mit abkleben könnt. Könnt ihr hier sehen, da ist unten. Vielleicht kann man es am Video nicht so gut erkennen, aber hier, das ist alles komplett. Könnt ihr euch so draufkleben. Auf der Begadi-Webseite sind ja auch Fotos. Sieht schick aus. Ich verwende ja aktuell eher hier diese Lenzer L5 Magazine. Die habe ich schon noch ein bisschen angepasst, aber selbst mit denen kriege ich das hier mit der 41610 nicht richtig zum Laufen, dass sie alle Kugeln mit einem langen Burst verschießt quasi. Also da kann man jetzt hier Begadi keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das ist einfach, ja, die ist einfach zu schnell und ich bekomme es einfach auch nicht richtig hin, weil mir auch die Zeit fehlt im Moment, mich darum zu kümmern. Ja, was kann man jetzt also abschließend sagen? Magazine sind robust, die Feder ist komplett aus Federnstahl gefertigt. Und das Gehäuse oder der Magazinkörper, der ist aus Polyamid. Ist ein solides, robustes Magazin, kostet halt ein bisschen mehr Geld, aber dafür bekommt ihr echt wieder mal von Begadi gute Qualität geliefert, die auch funktioniert. Funktioniert leider nicht für mich, da meine High-Cycle-Modelle damit auch nicht richtig funktionieren. Und meine Suche geht demnach dann weiter nach Magazinen, die dann irgendwann mal vernünftig funktionieren. Ja, gut. Mir bleibt nichts anderes zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, wer Träumchen, wie immer. Und Like und Abo dalasse, aktiviert die Glocke, damit ihr auch kein weiteres Video mehr verpasst. So, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich kann wieder nur sagen, Hui Welle allemal und ciao Kakao.